Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in dem neuen macOS Ventura Netzlaufwerke mappen könnt. Netzlaufwerke kann man vergleichen mit denen von Windows, nur dass macOS und auch Linux keine Laufwerksbuchstaben verwenden. Zunächst mappen wir einfach erstmal ein Netzlaufwerk. Das geht recht einfach. Ihr öffnet den Finder und nehmt zum Beispiel dann euer NAS-System. In meinem Fall habe ich hier Gandalf. Und dann gehe ich zum Beispiel auf den Ordner YouTube. Wenn ich den anklicke, seht ihr hier oben den kleinen Pfeil und hier rechts seht ihr dann auch, dass YouTube gemountet ist. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, dass sich das automatisch verbindet. Möglichkeit 1 ist es, ihr nehmt das Teil, zieht es einfach hier unten daneben und nach dem nächsten Neustart wird es automatisch gematcht. War bei mir jedenfalls der Fall. Gegebenenfalls, ihr klickt einmal drauf und dann ist es automatisch gematcht. Hier seht ihr auch, ihr kommt auch direkt an die Daten dran. Ich stelle dann immer noch den Ordnermodus ein, dass dann hier auch das gleiche Symbol auftaucht wie hier. Jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Das ist in Ventura anders, weil die Oberfläche bzw. die Systemeinstellungen ähnlich sind wie jetzt in iOS. Wir gehen hier einmal auf das Zahnrad. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal den Punkt suchen. Das müsste nämlich unter Benutzer sein. Ich gucke gerade mal kurz. Benutzerinnengruppen. Genau, der Punkt ist nämlich jetzt woanders. Unter Allgemein. Und dann geht ihr auf Anmeldeobjekte. Und bei Anmeldeobjekte könnt ihr nämlich jetzt einfach dieses YouTube nehmen und reinziehen. Dann seht ihr Art Volume, Objekt YouTube und das war's schon. Das sind zwei Möglichkeiten. In diesem Fall würde er das natürlich jedes Mal beim Hochfahren versuchen zu öffnen. Wenn ihr natürlich aber nicht daheim seid, wird das nicht funktionieren. Also er findet ja dann das Gerät nicht. Oder wenn ihr nicht im WLAN seid oder in einem anderen WLAN. Das kann entweder hierüber gemacht werden oder halt hierüber. Ich nutze primär die Funktion hier unten. Und wenn ich es hier unten drin habe, hat es bisher immer gereicht, draufklicken, beziehungsweise meistens nach dem Neustart war es sogar direkt verbunden. Dadurch nur, dass ich es hier reingepackt habe. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch, ja, Freund. Dankeschön.